Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Herzlich willkommen hier zum dritten Teil des Interviews mit Claudia von Werlhoff. Wir haben in den letzten Tagen hier ausführlich gesprochen über das Naturverhältnis, die Alchemiethese und die Maschine als System. Heute bespricht Claudia von Werlhoff die anderen vier Zivilisationsverhältnisse. Also das sind neben dem Naturverhältnis das Politikverhältnis, das Generationenverhältnis, das Geschlechterverhältnis und das Transzendenzverhältnis. Und ich habe nochmal Fußnoten dazu zusammengestellt, also meine Gedanken und vor allem Beispiele zu eben diesen Zivilisationsverhältnissen, wie wir sie heute leben. Letzteres geht als Extrasendung online. Guckt das gerne im Anschluss. Hier gibt's jetzt Claudia von Werlhoff. Und dann geht's weiter, also politisches Verhältnis auch klar. Also man kann natürlich in der Maschinenordnung kann es nur eine Diktatur geben. Das ist natürlich nicht das, was wir anstreben. Es muss natürlich eine egalitäre Ordnung sein. Da hat das, wir hatten in matriarchalen und immer noch indigenen Gesellschaften ja viele Beispiele, wie das funktionieren kann. Eben auch dezentral natürlich und nicht zentral. Und immer mit der Rückbindung an die Basis, also dass eine Politik sich nicht verselbstständigen kann gegenüber den Menschen, für die sie steht und gemacht wird. Da gibt es auch sehr viele Modelle, oder zum Beispiel die Zapatisten in Mexiko haben das ja auch alles sehr schön ausprobiert auf allen Ebenen. Das könnte man zum Beispiel als Alternativgesellschaft, die jetzt seit immerhin fast 30 Jahren existiert und sich erfolgreich also auch etabliert hat, erstmal könnte man also als so einen Fall nehmen, von dem man lernen kann. Wenn es nicht mehr um Macht und Geld geht, ne, dann können sich erst ganz andere auch Entscheidungsfindungsprozesse einstellen oder organisiert werden. Denn bei uns geht es nur um Macht und Geld immer. Das heißt, das sind einfach die falschen Motive, um eine Politik zu betreiben. Und wenn diese Motive gar nicht da sind, ist auch die Politik sofort anders. Ne? Da geht es um andere Fragen. Und genauso, es gibt ja viele Modelle, auch in Kanada, also bei den indigenen Irokesen und so weiter, die ja diskutiert werden, also basisdemokratische Modelle, die sind ja nicht erfunden worden in Griechenland oder im alten, antiken Griechenland oder mit der Aufklärung, sondern die sind ja viel älter. Das sind ja die matriarchalen Modelle, die wir kennen und die ja, die eigentlich ohne Probleme im Grunde übernehmbar wären, ne? So, also politisches Verhältnis. Dann haben wir das Geschlechterverhältnis und das ist natürlich ganz zentral, wieder postpatriarchal zu organisieren. Das heißt, weg von dieser Fiktion, dass es gar keine Geschlechter gibt und dass alles maschinell hergestellt werden kann, jedes Geschlecht und jede Abweichung davon und jede Kombination davon. Das sind ja alles Vorstellungen, die mit der Naturordnung nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben sollen und das Geschlechterverhältnis einfach vernichten. Also das ist ja keine Perspektive, also von Gender bis Transgender und so weiter. Da geht es nicht lang, das sind ja alles Projekte, die dem Patriarchat zuarbeiten und dieser neuen Maschinenkultur, die da jetzt auch durchgesetzt werden soll in Bezug auf uns selber, also als lebende Wesen. Also das, es geht auch nicht darum zu leugnen, dass es irgendwie dritten Geschlechter gibt und so weiter. Das ist gar kein Problem. Das hat es immer gegeben. In allen Gesellschaften gab es Leute, die weder Männer noch Frauen waren oder sich nicht so fühlten und irgendwie anders unterwegs waren. Wurde auch immer damit umgegangen. Ne? Zum Beispiel die Rikschas in Südostasien. Das sind solche Gestalten, sind kultische Gestalten, die ein drittes Geschlecht oder ein kombiniertes Geschlecht sind. Bin auch mal diesen Leuten begegnet. Das sind sehr, sehr interessante Menschen, die eine Art Kulturvorsprung haben, weil sie beides integrieren, also alle Geschlechtsformen, also nicht negieren, sondern integrieren und kombinieren. Das ist ja noch ein Unterschied zur Negation, ne, zur Verleugnung des Geschlechts als Naturausstattung. Ist ja natürlich eine Naturausstattung. Das wird ja nicht geleugnet bei denen, sondern sie machen daraus ein Mehr, also sowohl als auch, als ein Mehr. Das also finde ich sehr interessant. Aber das gilt natürlich immer nur für eine verschwindende Minderheit. Die meisten Leute sind eben entweder männlich oder weiblich und wollen es auch sein und Punkt. Ne? Das ist also, aber die Minderheiten brauchen auch ihre Rechte, das ist klar. Oder wie die Musche in Mexiko, die also
als drittes Geschlecht auch eine bestimmte kulturelle Funktion dann übernehmen. Im Grunde ist das wie im Schamanismus, wo der Schamane ist ja auch eine Gestalt, der über der sonstigen Ordnung steht, auch geschlechtlich meistens, und ein Heiler ist und so, also bestimmte Aufgaben wahrnimmt und dazu berufen wird, also der empfängt das als zum Teil als Last, dass er diese schamanische Aufgabe übernehmen muss. Das ist ja nicht immer mit Freude verbunden, sondern oft ist es als Last empfunden, weil damit eine große Verantwortung einhergeht. Aber all diese Elemente finden wir ja hier gar nicht in dieser Diskussion über Gender, Geschlecht und was auch immer damit gemeint ist, sondern es geht ja von oben organisiert in Richtung Maschine das Ganze. Also beliebig steuerbare Körper, die beliebig irgendwie erfunden oder umgebaut werden können und so. Das ist diese ganze Transformationsideologie, die da sich da widerspiegelt. Wäre mal gut, wenn die Leute das selber erkennen würden. Also es geht nicht dagegen, irgendwelche dritten Formen oder vierten oder fünften, sondern darum, was sie bedeuten könnten, ne? Innerhalb einer naturorientierten Welt, wenn man sagt, das ist auch ein Naturphänomen, das dritte Geschlecht, ja eben, und so weiter. Also das ist, finde ich, auch nicht das Problem, was so furchtbar schwer jetzt zu lösen wäre, wenn man aus dem Maschinendenken ausgetreten ist. Und ist es dieses Maschinendenken, was die Menschen so anfällig macht für diesen Gender-Ansatz? Nee, das Maschinendenken wird ihnen ja aufgeoktroyiert. Ne? Sie lernen jetzt, die Kinder in den Kindergärten lernen alle, dass sie ihr Geschlecht beliebig wechseln können, also sie ein Verbrechen, ne? Weil sie da vergewaltigt werden, ist ein Missbrauch. Ne? Und der geschieht eben, um diese Ideologie zu befördern, und die Leute glauben dann halt an das, was von oben kommt. Das ist ja das Problem. Von sich aus kommt niemand auf eine Maschinentheorie. Dies kommt immer von außen. Also ich kenne niemanden, der von sich aus, ist eine Propaganda, die dann wirkt, indem eben die Maschinisierung auch tatsächlich stattfindet und die Leute, an die Maschinen glauben, die sie besitzen. Siehe Motorradfahrer, ne? Der ist ja völlig verschmolzen mit seinem Motorrad und denkt, das Motorrad, er sei das Motorrad, ne? Also diese merkwürdigen animistischen oder mimetischen Annäherungen an die Maschine, die man überall sieht, die werden ja nicht von den Leuten erfunden, sondern sie werden mit dieser Möglichkeit sozusagen konfrontiert und ergreifen sie dann auch. Ich glaube, meine Frage meint eigentlich, also warum sind die Menschen so extrem anfällig? Also Gender ist ja wirklich, ich weiß nicht innerhalb von was für einem Zeitraum, aber ich habe es als relativ kurz empfunden, dass das so eine riesige Welle wurde. Ist es einfach nur diese mächtige, geschickte Propaganda oder hast du noch eine andere Vorstellung? Ich glaube gar nicht, dass es viele Leute, viele Frauen und Männer betrifft. Das sind nicht viele. Die normalen, ich bin ja normal mit normalen Menschen unterwegs, die können damit gar nichts anfangen. Also normale Menschen, also so das Volk, sage ich mal, kann damit nichts anfangen. Das ist eigentlich eine Sache, die sich in den oberen Schichten oder beziehungsweise denen, die sich politisch engagieren oder in die Politik wollen, durchgesetzt hat oder auch in der Wissenschaft. Ne? Also die Frauen haben gedacht, also ich kam ja als Radikalfeministin des alten Typs in die Universität oder war immer als solche in der Universität und dann entstanden eben durch die Propaganda, die in den 80er Jahren schon anfing, entstanden immer mehr diese Gender Studies und sie wurden finanziert, alles andere wurde nicht finanziert. Also ich habe kein Geld für meine Forschung gekriegt, die schon. Ne? Sie haben sich dann darin orientiert, haben ihre Karrieren aufgebaut. Es ist ganz systematisch betrieben worden, dass das Thema sei. Und daran haben sie sich orientiert, weil damit ihre Karrieren zusammenhingen. Und das ist in der Politik genauso gelaufen. Man konnte dann plötzlich mit der Frauenpolitik was werden und aufsteigen im System, im Patriarchat. Ne? Und das haben sie genutzt und das wird propagiert und von allen Seiten gefördert und publiziert. Das andere wurde nicht mehr publiziert. Ne? Es wurde einfach, die anderen Tendenzen wurden alle zerstört und unterschlagen und ausradiert. Ne? Die Leute flogen aus ihren Jobs oder kriegten gar keine. Ihre Bücher wurden nicht mehr, also was zum Beispiel an Büchern in den 70er und 80er Jahren waren, es waren die besten Bücher überhaupt, die da entstanden aus dem feministischen Zusammenhang, den Gender-Zusammenhängen. Ne? Das war ein wirklicher Feminismus, der das ganze System in Frage stellte, auch den Kapitalismus und alles. Ne? Ich meine, das war ja mein Mitwirken dabei. Und dann kam plötzlich das Gegenteil, ne? Gerade eben. Das verhinderte, dass sowas noch weitergemacht wurde.
Und die Frauen wurden auf eine ganz andere Fährte gesetzt. Ne? Sie kriegen Geld, sie können Karriere machen und das galt dann als antipatriarchal plötzlich. Ne? Dabei war es ja das neue Patriarchat, es war ja die Integration ins Patriarchat, die da also in neuer Form stattfand. Also genau das Gegenteil. Und das ist bis heute nicht geklärt, ne? Weil der Genderismus sich dann aufführte als Feminismus, was natürlich Quatsch ist. Ne? Das ist das Gegenteil von Feminismus. Also im Sinne der historischen Entwicklung, die es gegeben hatte. Und insofern, ich glaube aber, das sind nicht viele Leute. Das sind wenige. Aber sie sind halt sehr hörbar. Und ja, sie werden ja gefördert. Das ist ja Begriffe weg, ja. Sodass wir ja teilweise da gar nicht mehr drüber reden oder denken. Ja, das ist ja klar, aber sie erkennen gar nicht, dass das ja auch alles geplant wurde in den Konzernetagen, zum Beispiel in der Rockefeller Stiftung und so weiter, die ja ganz eindeutig das propagiert haben, dass sie mit dem Gender-Thema die Frauen also erstmal alle auf den Arbeitsmarkt kriegen und ihre Fähigkeiten ausbeuten können und dass sie die Familie zerstören damit und alles Mögliche. Ne? Also das ist ja, hat ja nichts mit irgendeinem... Das ist ja pervers im Grunde genommen. Ne? Ja. Und man sieht es ja auch, dass es nur dazu führt, dass die Frauen den kommenden Faschismus auch noch unterstützen. Ne? Perverserweise. Also diese Gender-Geschichte führt dazu, dass das befördert wird und die Frauen reingezogen werden in eine Politik, die sie nicht wollen können, die sie unmöglich wollen können und das aber vergessen sollen oder haben. Ne? Also auch gekauft werden dafür. Sieht man jetzt ganz deutlich auch in den Corona-Zeiten, dass es gerade die Frauen sind, die da so eifrig mitmachen überall. Ne? Ja, also das. Weil ihnen versprochen wird, ich glaube, du hast gesagt, ohne Leib keine Leibeigenschaft. Ja. Also das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die dahinter steht, oder? Ja, also das ist ja der Leib ist ja unser Naturanteil. Also der materielle Naturanteil ist der Leib und dazu ist Geist und Seele. Das wird ja immer bestritten, dass das überhaupt existiert oder wichtig ist. Ne? Und das hat natürlich, das ist naturwissenschaftliches Denken der Moderne, Neuzeit und Moderne, und das hat die Frauen natürlich inzwischen auch erreicht. Ne? Also die Leibfeindlichkeit, die sie auch erleben noch dazu, Vergewaltigung und Ausnutzung der Gebärfähigkeit und so weiter. Das heißt, die Geschichte der Malträtierung des Leibes hat die Frauen natürlich dazu oder manche dazu ermuntert, ja, zu denken, ohne Leib wäre es besser. Ne? Das ist ja ein Pyrrhus-Sieg. Ne? Ich gebe meinen Leib her oder zum Beispiel für den Job lasse ich mich sterilisieren. Das ist in der damaligen DDR ja zum Beispiel häufig gewesen. Also man gibt den Leib her oder lässt sich impfen oder so. Man gibt den Leib her und macht ihn krank oder sowas oder stimmt dem zu, ne? Damit irgendeinen Vorteil jenseits davon zu erzielen. Ne? Das heißt, der Leib wird verleugnet als der, also meine lebendige Basis oder überhaupt als ich. Ne? Und das ist ja eine alte Tradition und eine maschinelle sowieso. Die Maschine erkennt ja keinen Leib an, die ist ein Körper, ne? Corpus der Leichnam. Die Maschine ist ein Leichnam. Ne? Also das heißt, Maschinenmodell in der Medizin heißt, der Körper wird traktiert als Maschine. Ja, er ist aber ein Leib. Ne? Und dieser Widerspruch ist ja überall und eben auch jetzt bei den Frauen angekommen. Die glauben, sich damit zu erretten. Dass sie niemanden mehr gehören, also zum Beispiel keinem Ehemann oder sowas. Aber dann halt der Staat eben ihr Ehemann geworden oder der Konzern, für den sie arbeiten oder die Partei. Also das heißt, sie sind ja dem Patriarchat nicht entkommen. Es hat ja nur seine Form gewechselt. Ne? Und sie haben ihre... Gynergie ist ja ein sehr schöner Begriff dafür, auf dem die Wege Gynergie halt einfach geleugnet. Aufgegeben. Also ja. Es gibt ja auch irgendwie Vorschläge von irgendwelchen Ärzten, ja, die Menstruation, die kann man ja eigentlich auch abschaffen. Ja, oder das so. Ist Wahnsinn. Ja, ja. Und dann, aber ja. Noch wahnsinniger ist ja, dass es Frauen gibt, die sagen, ach, das wäre toll. Naja, sie haben eben Schlimmes erlebt. Wir sehen das auch bei der Brustkrebsfrage. Mhm. Den Brustkrebs kriegen, ich habe eine Doktorandin gehabt, die das bearbeitet hat, kriegen Frauen vor allen Dingen, weil sie, das eine leibliche Reaktion gegen diese Gewaltverhältnisse ist, die sie auch als Mütter und Geschlechtspartnerinnen und so weiter erleben, der Leib reagiert halt. Ne?
Also der Brustkrebs ist sehr selten unter Frauen, die ein gelassenes und entspanntes und gewaltfreies Leben führen können. Ne? Und das hat mit der Mutterschaft zu tun, die Brust natürlich. Ne? Und diese Erzwingung von Mutterschaft oder ihre Beendigung oder der Umgang damit, der medizinische Umgang damit und so weiter, das wird ja immer schwieriger und immer komplizierter. Und vor allen Dingen wird den Frauen, weil eben diese besondere Gynägie, also die besondere weibliche Energie, die dazu führt, dass Frauen überhaupt gebären können. Männer können das ja nicht. Das ist ja eine Extra-Energie, die sie haben, eine besondere und eine kosmische noch dazu. Das hat ja auch mit der Gravitation zu tun und so weiter. Also diese geistig-seelische Dimension, die die Frauen haben, als Nus oder als Numen, wie man das auch nennt, ne, das Numinose an den Frauen, ist, dass sie diese Kraft haben, diese Zusatzkraft haben. Und das wird ihnen ja völlig mies gemacht die ganze Zeit, dass sie darauf verzichten sollen und dass das Naturkraft ist Quatsch und dass das was viel Besseres gibt, nämlich wenn sie das nicht mehr haben. Dass die Frauen werden gezwungen, auf genau das zu verzichten, was sie ja auszeichnet vor anderen, also vor Männern, die das nicht haben. Die Frauen haben ja mehr als die Männer. Und das hat, also, es ist einfach grotesk, ne? Dass die Mutterschaft wird ja so diffamiert als faschistisch, ne? Wenn du also wenn du über Mütter redest, giltst du als Nazi. Dann musst du dir mal vorstellen, ist mir in Japan passiert, ne? In Japan. Also auf jeden Fall. Es ist eine völlige Verwirrung, die da gestiftet wird und die aber immer dieselben Grundlagen hat. Weg von der Naturausstattung und hin zum besseren, höheren, alchemistisch geschaffenen Quasi-Leben, dem neuen Leben der Maschine in allen ihren Formen und auch körperlichen Erscheinungsformen, die da geschaffen werden. Und dem sind die halt auf den Leim gegangen, ne? Genau wie die Männer halt auf den Leim der Maschine gegangen sind, schon viel früher. Also die Frauen haben viel später damit angefangen. Ich habe zum Beispiel nochmal mit der Renate Gent ein Forschungsprojekt gehabt, Ende der 80er Jahre, bevor ich hierher kam. Das hieß geschlechtsspezifische Formen des Umgangs mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Und da haben wir untersucht, was Männer und Frauen, wie verschieden Männer und Frauen auf die neuen Technologien reagieren, also damals der Computer. Und haben festgestellt, dass Frauen ganz anders, damals noch ganz anders mit dieser neuen Technologie umgingen. Die haben nämlich immer nach dem Sinn gesucht. Die Frauen wollten immer wissen, wozu soll denn das gut sein, ne? Und wenn die Männer haben immer einfach akzeptiert, was da war, die Konvention, wie man damit umgeht und was das soll, die haben das einfach akzeptiert. Maschine ist prima, Punkt. Wenn die Frauen fragt, ja und wozu, ne? Aber das ist jetzt nicht mehr so. Das hat sich seitdem verändert. Die Frauen sind jetzt voll auf den Trip gegangen oder viele, ne, genauso wie diese Gender-Geschichten. Wir haben die Maschinen und das ist prima und ja, und irgendeine Handwerkstechnik im Gegensatz zur Maschinentechnik oder eine Liebestechnik und die Magie und interessiert uns nicht, nur Maschine. Und haben das also aufgegeben zu fragen, wofür ist denn das gut oder eben schlecht, ne? Ist ja vor allen Dingen, der Computer ist ja eigentlich eine Tötungsmaschine ursprünglich, kommt aus dem Militär. Und dient als Tötungsmaschine, wie fast alle Maschinen eigentlich Tötungsmaschinen sind oder sein können oder werden sollen. Stichwort Weaponization, also jedes Gerät wird eine Waffe. Alles, was erfunden wird, hat immer mehr Waffen, also militärischen Charakter und so weiter. Und da werden die Frauen ja voll reingezogen, bis sie halt dann stolz sind, dass sie auch Bomberpilotin werden dürfen. Ne? Und das haben wir hier mal, haben sie mich mal eingeladen zu so einem zu so einer Sendung im Fernsehen und wurde ich dann zugeschaltet und der hiesige Verteidigungsminister damals, der war ja, fühlte sich als Feminist, weil er dafür war, dass die Frauen zum Militär dürfen, ne? Und auch in der Truppe normal mit tun dürfen und alle fanden das ganz toll, weil die Frauen dürfen nun auch, ne? Und ich habe dann bei dem Interview dann nur gesagt, ich verstehe immer nicht, warum das immer nur in eine Richtung geht. Also warum sollen denn die Frauen das nachmachen, was die Männer eh schon falsch machen? Warum hören denn die Männer nicht damit auf? Das wäre ja die Angleichung, die Gleichberechtigung in die andere Richtung. Da waren alle sowas von verblüfft, weil die das nie nicht gedacht hatten. Also diese ganz einfache Umkehrung war ihnen überhaupt nicht eingefallen, weil sie natürlich alle auf dem normalen Trip waren, ne?
Es hat dann einen Riesenskandal gegeben, die Sendung wurde abgebrochen und ja, also es war also, die konnten nicht darauf antworten. Also weder der Minister noch die Moderatorin, niemand konnte darauf antworten, warum es nicht einfach umgekehrt. Die Männer lassen das sein und Punkt, ne? So. Also daran sieht man, dass es alles gerichtet ist, dass es eine Politik ist, die in eine bestimmte Richtung soll. Und dann, wenn man dann nicht das anders sieht oder anders thematisiert, dann ist es halt die Richtung, in die dann gegangen wird, ne, von den besprechenden Leuten, die sich was davon versprechen. Das heißt, diese Verbesserung durch die Maschine ist gerade an den Frauen sichtbar, dass sie nicht stattfindet, weil sie werden ja reduziert auf eine Frau, die nichts mehr weiter kann als ein Mann, ne? Sie ist einfach sozusagen reduziert. Die Reduktion, das ist ja eine Verschlechterung. Ne? Die Verbesserung ist ja nicht die Vernichtung von Fähigkeiten, sondern ihre Förderung. Und das finde ich genau umgekehrt, was da stattfindet. Und das sieht man, dass eben diese sogenannte Verbesserung durch diesen alchemistischen Transformationsprozess grundsätzlich genau umgekehrt funktioniert. Ne? Also es kommt überall eine Verschlechterung des Lebens und der Lebensmöglichkeiten und Chancen und so weiter dabei heraus. So, das ist hier bei den Geschlechtern. Fragen, also eine ziemlich deutliche Sache. Das andere, was natürlich auch ist klar, ist, dass durch die Maschinisierung jetzt und durch die Reduktion der Bevölkerungszahlen jetzt auch das Modell und durch die Veränderung der Ökonomie das Modell der Hausfrau geschleift wird, was ja eigentlich seit dem 18., spätestens 19. Jahrhundert das allgemeine Modell der weiblichen Existenz war, die Hausfrau, zumindest in den bürgerlichen Schichten, sagen wir mal so, aber dann auch in den proletarischen Schichten, also der Lohnarbeiter und seine Hausfrau. Also die Hausfrauisierung hat ja eine ganz große Teil, einen großen Teil der Debatte ausgemacht, die wir damals geführt haben im Sinne der Kritik der kapitalistischen Ökonomie. Und daraus kam auch Kleinfamilie, das ist also das Modell der Kleinfamilie, Kernfamilie und so weiter, des Westens und der Exportmodell in alle Welt und so fort, wo es halt darum ging, dass die Frauen eben auch ausgebeutet werden als unbezahlte Arbeitskräfte und so weiter. Ne? Und dieses Modell wird jetzt auch geschleift. Ne? Das heißt, die Leute, die die Kleinfamilie kritisierten, kommen jetzt ins Dilemma, weil die Kleinfamilie aus ganz anderen Gründen jetzt auch verschwindet, nämlich weil es das Proletariat in dieser Form nicht mehr gibt. Du brauchst auch keine Hausfrau. Das heißt, das Modell der Reproduktion der Gattung insgesamt, also dieses Zweigeschlechtermodell, wird auch von der ökonomischen Seite her jetzt beseitigt. Man braucht diese Massen von Proletariern auf der Welt nicht mehr, die die Industrialisierung hervorgebracht hat, entsprechend auch nicht mehr die Masse an Hausfrauen. Und entsprechend ihre Gebärfunktion, sondern das alles soll verhindert werden, weil das Ganze reduziert wird. Das ganze Programm wird reduziert, die Industrialisierung wird geschleift, also das heißt, die zweite industrielle Revolution wird jetzt beendet und es soll ja die vierte jetzt kommen. Denn nach der Computerisierung, die dritte war, jetzt kommt die vierte und da braucht man eben viel weniger Menschen und schon gar keine großen Fabriken, da sind höchstens noch KI, also Maschinen und künstliche Intelligenz unterwegs, aber keine Arbeiter mehr. Also das proletarische Modell der kapitalistischen Ökonomie wird jetzt aufgegeben und damit auch die Hausfrau. Das ist was ganz Neues. Und es wird als von bestimmten Leuten als Befreiung erlebt, weil sie meinen, wir brauchen keine Hausfrauen mehr sein, deswegen können wir jetzt berufstätig sein und wir können Karriere machen und so weiter. Aber dann kommt diese andere Geschichte rein. Also es ist einfach eine zusätzliche Ausbeutung der Frauen, die da stattfindet. Also man will sich ihrer Kräfte doch bemächtigen, auch als Nicht-Hausfrauen oder ähnlich eben auch schlechter entlohnt, das bleibt ja auch alles bestehen und so weiter. Also wer gebiert denn jetzt? Also die Maschine, ne? Das ist die ganze Reproduktionsmedizin ist darauf aus, das Gebären zu übernehmen. Braucht man die Hausfrau nicht mehr, die das vorher gemacht hat und so fort. Also von der Seite auch. Also die Frage ist, wie weit das geht, aber es geht ja schon sehr weit. Ne? Dann gibt es Leihmütter, wenn dann doch einer noch ein Kind haben will. Das heißt, die Trennung zwischen Mutter und Kind von vornherein, also zwischen dem Prozess der Lebensentstehung und Weitergabe des Lebens, wird alles auseinandergerissen in seine Bestandteile und einem maschinellen, industriellen Prozess unterworfen. Ne? Was dann für Menschen dabei rauskommt, bis hin eben zu künstlichen Uteri, die werden ja schon so Plastikbehälter, in denen dann irgendein Leben schwimmt, ne? Also es ist ja wirklich gespenstisch, ne? Und was irre ist,
dass die Frauen das inzwischen, also aus Entlastung, diese Gender-Frauen und so, also in der Richtung, viele das als Entlastung, die brauchen nicht mehr gebären. Die Sulamith Firestone hat ja schon 1975 das so toll gefunden, als erste, die sagte, ja, wir Frauen brauchen nicht mehr gebären und da sind wir davon befreit. So. Und was entstehen dann eigentlich für Lebewesen da, wenn es überhaupt Lebewesen sind? Sind das Menschen oder was entsteht da? Haben die eine Seele oder nicht? Wie kann denn dieser Prozess überhaupt erfolgreich vonstatten gehen? Und ging er auch immer nicht. Die künstliche Befruchtung hat ja noch meistens nur 13% Erfolge gehabt, alles andere ging daneben. Das heißt, diese Prozesse sind so gegen das Leben und den Lebensvorgang selbst gerichtet, dass sie meist nicht funktionieren oder nicht dauerhaft. Oder sie bringen ein Leben hervor, das beschädigt ist. Zum Beispiel Leute, die nicht mehr fruchtbar sind. Das ist eine typische Reaktion der Natur ist, entweder das Leben entsteht gar nicht oder es stirbt sofort oder es kann sich nicht fortpflanzen. Damit endet der Fahnenstange erreicht. Ne? Und das will man natürlich trotzdem aber so machen, um die Frauen nicht mehr zu brauchen oder nur noch für bestimmte experimentelle, also zum Beispiel synthetische Biologie, wo sie also synthetische Leben sozusagen hervorbringen sollen, synthetisch vorgefertigte Genome, die ihnen eingepflanzt werden und solche Sachen, also absurde Experimente. Es wird ja auf allen Ebenen versucht, eben die Frauen als Lebensspenderin tatsächlich, also nicht nur ideologisch, sondern auch tatsächlich auszuschalten. Also das ist ja unsere große Qualität, dass wir die haben, zusätzlich zu allen anderen Qualitäten. Ne? Denken können wir ja mindestens genauso wie die Männer, wenn nicht noch besser. Sie, das ist die Sache mit den beiden Gehirnhälften. Kennst du das, dass die Männer sich meistens auf eine Gehirnhälfte beschränken, nämlich auf die, Moment mal, in dem Falle die linke. Es ist ja umgekehrt im Körper, wie im Kopf. Also das Denken und das Fühlen weglassen, während die Frauen, also vielmehr die Denken und Fühlen, die beiden Gehirnhälften zusammengeschlossen behalten und haben und anwenden. Ne? Also die Reduktion der Menschen auf irgendeine Körperfunktion ist ja das, was jetzt läuft. Ne? Also auf so eine Biologie. Die Biologie ist ja eine Erfindung. Ne? Also das Logos, Bios Logos, ist ja schon eine maschinelle Vorstellung vom Leben. Ne? Es ist ja nicht Biologie, sondern es ist eine Gesamtausstattung aus Leib, Geist und Seele, die auch kosmisch bedingt ist und irdisch bedingt ist und unsere große die große Feier des Lebens und des Leibes darstellen sollte eigentlich. Ne? Dann machen wir erstmal weiter mit dem Generationenverhältnis. Jetzt sind wir ja schon bald durch. Also das Generationenverhältnis ist ja ganz entscheidend in matriarchalen Gesellschaften immer gewesen. Also die Weitergabe der Kultur an die nächste Generation durch die Ältere oder die Großeltern und Eltern. Und das ist ja ein Großteil der ganzen matriarchalen Kultur besteht ja darin. Weil das eben das Weiterleben sichert, ne? So ähnlich wie eben die Gebärfähigkeit der Frauen generell. Und das ist ja im Patriarchat grundsätzlich attackiert worden und wird jetzt bis dahin, dass eben, wenn es gar keine familiären oder verwandtschaftlichen Beziehungen mehr gäbe, durch die Maschinisierung der Reproduktion, würde das einfach wegfallen, das Generationenverhältnis. Es gäbe keins mehr. Beziehungsweise es würde aus seinem Zusammenhang gerissen und es gäbe nur noch die Indoktrination oder die Erziehung, ne, Sozialisation durch äußere Instanzen, aber nicht mehr durch den Familienverband oder Clan oder die Geschlechtergruppe oder Familie und so weiter. Also die sozialen Zusammenhänge, die aus den natürlichen Reproduktionsverhältnissen entstehen, würden damit zerschlagen. Und das ist ja auch ein altes Projekt des Patriarchats, eben die Macht dieser Verbände, die da entstehen, der Familienverbände, der Generationen, der Geschlechter im Sinne der verschiedenen Generationen, die dann weitergegeben werden, zu zerstören. Ne? Das heißt, im Adel ist das ja nochmal, im Feudalismus hat es ja nochmal eine Riesenrolle gespielt, die Weitergabe auf natürlichem Wege, ne, der Macht an die Nachkommen, ne? Aber das ist ja im Maschinenzeitalter, das war der letzte Rest sozusagen davon, im Maschinenzeitalter nun überhaupt nicht mehr das Thema. Also das sieht man daran, dass die Alten jetzt auch gar nicht mehr als wichtig für die Jungen angesehen werden. Also ne, die werden abgesperrt in eben Heime und so weiter. Also diese Vernichtung des Alters als unnütz und unproduktiv und
Also im Grunde genommen auch verzichtbar, ne? Vor einem bestimmten Alter ist man offenbar verzichtbar. Das ist schon sehr, sehr bitter, was jetzt erfahren wird, auch immer mehr von den Gen, also diese Auflösung des Generationenverhältnisses und auch der Kinder, die eben nicht mehr aufwachsen in mehreren Generationen gleichzeitig, sondern immer nur mit der Peer Group, also immer nur mit den Gleichaltrigen und dadurch diese ganze Kultur und diesen sozialen Zusammenhang gar nicht kennenlernen und auch nicht die Kraft, die dieser Zusammenhang hat, weil alle indigenen Gesellschaften darauf beruhen und auch damit arbeiten, zum Beispiel, um sich zu wehren gegen Einflüsse von außen, also weil das soziale Zusammenhänge stiftet, also Freundschafts- und Liebesverhältnisse zwischen den Menschen stiftet. Die Zerstörung der Mutter-Kind-Bindung von vornherein, schon oft pränatal, geschweige denn postnatal, ist ja überall das Hauptthema. Also Hauptsache, die Mutter wird vom Kind getrennt. Was ich übrigens leidvoll in Kriegszeiten erlebt habe, weil meine Mutter krank war nach meiner Geburt und ich keine hatte. Ne? So, also das wird dann zum Modell erhoben, wobei es eine Katastrophe ist für das Kind. Und das Kind schädigt, aber es macht es eben anfällig nachher für diese autoritären und maschinellen Zusammenhänge, was bei mir nicht passiert. Also es muss nicht so sein, aber es ist ein Schritt, nein, der überhaupt nicht. Aber so, also das heißt, die Trennung auch der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, die natürlich entsteht, weil das zusammen entsteht. Die Mutter wird mit dem Kind zur Mutter, ne, und ist ein gemeinsames Erleben, was ja enorm ist, ne. Also jede Frau, die es erlebt hat, weiß, was eine Schwangerschaft bedeutet. Das ist ja eine Revolution, ne, in jeder Hinsicht, also gefühlsmäßig und also Rückkehr zu den Wurzeln und als Rückkehr ins Matriarchat und so weiter. Das soll ja als gestoppt werden, diese Erfahrung, diese mächtige Erfahrung, ist auch eine kosmische Erfahrung, wirklich, also eine Dimension, die gar nicht beschreibbar ist, wenn man das mal, die Frauen reden viel zu wenig darüber, ne. Also das soll ja alles vernichtet werden. Das heißt, das ganze Positive an dem Ganzen soll vernichtet werden, weil die Macht natürlich gebrochen werden soll und weil die Macht der Maschine überlassen werden soll. Also die Alten haben jetzt nichts Gutes zu erwarten und die Jungen auch nicht, weil sie davon getrennt sind und weil sie indoktrinierbar sind und so weiter. Also das ist ja das, was jetzt läuft in den neuen Erziehungssystemen vom Kindergarten bis zur Universität. So. Also da ist es natürlich klar, dass das nicht geht, ne? Dass es geht ja um die Wiederbelebung und Wiederermöglichung überhaupt dieser von Natur aus gegebenen Zusammenhänge. Das ist klar, dass es so nicht weitergehen kann in der postpatriarchalen Gesellschaft. Und schließlich ja das Transzendenzverhältnis, also die religiösen, spirituellen und weiterführenden Aspekte in der Kultur. Und das ist klar, ne? Also eine Gottmaschine können wir nicht gebrauchen, das ist ja ein Witz. Ne? Die soll auch noch universal sein nach Harari. Also das soll eine universelle, also das Universum selbst. Ne? Hallo? Ja. Also das heißt auch die Neuerfindung patriarchaler Religionen, also der Gott als Maschine. Und wir können natürlich auch mit den anderen patriarchalen Religionen nichts anfangen, weil sie halt immer voraussetzen, dass nicht die Frauen die Schöpfer sind, sondern und die Natur, sondern irgendein männlicher Herr und Herrscher, der jenseits von allem steht. Das haben wir ja schon diskutiert. Also das kann es nicht sein. Und auch die spirituelle, das patriarchale Spirituelle, das es ja auch gibt, das nämlich absieht von den materiellen Zusammenhängen und nur noch ins Esoterische, also in irgendeine geistige Welt, die angeblich jenseits davon besteht, auch eine typisch patriarchale Vorstellung. Der Geist ist ja nicht jenseits der Materie, sondern die sind da zusammen. Ne? Also diese Trennung wieder betreiben und sich über die Materie wieder lustig machen, erheben als schmutzig und niedrig, ist auch christliches Erbe im spirituellen Bereich. Das können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen natürlich eine Erdspiritualität, an der Erde, auf der wir leben und mit der wir leben, orientierte Spiritualität, nenne ich auch die planetare Bewusstsein oder kosmisches Bewusstsein, wenn man so will, die hat es ja eingebettet in den Kosmos. Also die kosmischen Einflüsse sind auf jeden Fall da, auch geistige, seelische und so weiter, weil der ganze Kosmos eigentlich ein Leib ist im Verständnis der materialen Völker. Und da sollte man wieder hinschauen, ne, in diese Richtung, sodass man, also ich erlebe das so, dass die
Wenn man im Sinne dieser Ordnung handelt, dann kriegt man auch Kraft. Die Kraft kommt nicht aus der Gesellschaft. Also ich wäre längst tot, wenn ich nur auf die Gesellschaft mich beziehen würde, hätte alle meine Kräfte längst verausgabt. Nee, nee, ich kriege die immer durch, also ich merke, da wird man begleitet. Irgendwas ist da noch da, was einen stärkt und hilft, wenn man auf dem richtigen Weg ist in dem Sinne. Ne? Also die so Mutter Erde hilft sozusagen ihren Adepten, ne? Denen, die für sie arbeiten wollen. Und das will ich und tue ich auch irgendwo auf meine Weise eben, ne? Jede auf ihre Weise und jeder hoffentlich. Ja, lasst uns das machen. Lasst uns für das Leben einsetzen, jeder auf seine Art und jeder auf ihre Weise. Hier gibt's morgen den letzten Teil des Interviews mit Claudia von Werlhoff. Da geht es dann um die Wiedergutmachung bzw. die brisante Frage nach dem Weg in eine nicht mehr patriarchale Zivilisation. Hier gibt es, wie gesagt, die Beispiele, also meine Fußnoten zu dieser Sendung heute sind parallel online gegangen. Guckt da gerne auch rein. Bis gleich.